weil wir sehr aktive Kinder haben, die spielen gern Fußball, tanzen gern, haben wir gesagt, wir möchten den großen Garten nutzen und haben den da einen Spielturm hingebaut. Die Kinder haben so viel Spaß, dass die Kinder frei spielen können. Also ich denke, gerade so viele verschiedene Bewegungen sind, denke ich, wichtig für die Kinder, für die motorische Entwicklung. Die lernen dadurch viel. Ja, die waren happy, die waren glücklich, sind direkt draufgerannt. Man kann seine eigenen Abenteuer erleben, ob er Pirat ist, ob er Zimmermann ist, es ist alles möglich. Das sind halt so die typischen Kinder, die auch ein bisschen Power im Po haben. Können ja alle den Turm erleben, erforschen, haben riesen Spaß dabei. Es ist stabil, es ist sicherlich auch mehrere Jahre haltbar. Bei Wind und Wetter wollen die das natürlich irgendwie nutzen. Das ist ja immer für uns das Schönste.